Also so typisch, dass wir schon wieder eine Riven haben, die schon wieder kein Teleport mitnimmt. Wie gesagt, wenn du gewinnst, ist das fein. Nein, wenn du gewinnst, ist es okay. Aber immer noch nicht fein. Das Problem ist, wenn du eine Lane wirklich hart gewinnst, bringt der Teleport meistens nicht so viel. Das Problem ist, dass du, wenn du Ignite hast, gewinnt, die Lane gewinnen musst. Ansonsten verlierst du halt komplett den Halt im Spiel. Richtig. Und deswegen hat man auf dieser Elo gefälligst Teleport mitzunehmen, Top-Lane. Immer. Willkommen zur Runde League of Legends mit Alex und Gianluca. Hallo. Hallo. Klappe die dritte. Ich fühle mich meiner spielerischen Freiheit beraubt. Ich will meine Q skillen. Ich fühle mich meiner spielerischen Freiheit beraubt. Ich möchte meine E skillen. Ich fühle mich meiner spielerischen Freiheit beraubt. Ach nee, halt doch nicht. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Wenn gleich ist, das Held auf Level 1 die Ulti skillen zu können. Das Spiel verbietet mir Bullshit zu machen. Richtig. Warum? Gut. Weil du als Asien nur die W skillen darfst. Tja, das Spiel hat eine Kindersicherung. 30 Sekunden bis zum Erscheinen. Sonst würdest du wetten erstmal die, Alter, schon wieder, Alter, was... Wir haben 3 Ignites im Team und die Gegner haben nicht 1, witzigerweise. Könntest du es gehen, was du willst? Dafür haben die Gegner 2 Heals. Wie haben es die Gegner geschafft, 3 Leute ohne Keystone Mastery zu kriegen? Echt? 3? Wild Slokes, ja. Wir haben nur mich. War eigentlich nicht so schlechte Frage. Interessante Frage. EU West in a nutshell, oder was? Hat der Flash gerade auch geschrieben. Ja, schönen Tag. Ich weiß jetzt, dass das doch ganz gut auf A liegt, Alex. Hm? Ja? Dann komme ich halt mit meinem kleinen Finger vom Q halt schnell rüber. Wenn ich mit dem kleinen Finger runtergehe, komme ich immer auf, Caps Lock. Ich mach das normalerweise mit meinem Ringfinger. Ja, ich habe kleinen Finger auf Q, Ringfinger auf W. What? Wie kriegst du Mittelfinger auf E und Zeigefinger auf R. Letzteres macht Sinn. Und mein Daumen liegt auf. Du hast den kleinen Finger nicht auf Tab. Was? Also so bei Tab, Shift. Nein, der kleine Finger ist gefälligst, wo er hingehört, auf der Q. War cool bei mir. Was? Übrigens, Alex. Ich hab den Zeigefinger. Alex, ja, du bist die Hand. Wenn du wüsstest, wie ich WASD halte, bist du mich für behindert. War das sogar gesagt, der Zeigefinger hat auf der Q zu sein? Ringfinger. Nein, Ringfinger ist auf der W. Ja, bei mir auch. Ihr seid seltsam. Ich wette, das macht jeder außer dir so. Pass auf. Ich wette nicht jeder. Wetten, ich habe die behindertste WASD-Haltung. Okay, ich wette jeder, der kein massives Problem an seiner Hand hat. Zum Beispiel, was weiß ich. Ein Finger fehlt oder so. Hallo Jack, Rice. Ich hab's mir halt mal so angewöhnt und mach zwischendurch mal, hier die Statistiken checken zu können. Also, wie gesagt, willst du wissen, wie ich WASD halte? Wie hast du denn den Finger bei WASD, Alex? Okay, die gute Nachricht ist, ich lebe. Die schlechte Nachricht ist, Driven ist AFK. Finger auf Q. Mittelfinger auf W und Zeigefinger auf E und R. Okay, ist wieder da. So. Kleiner Finger auf A. Ringfinger auf W. Mittelfinger auf S. Und Zeigefinger auf D. Und wieso hast du... Okay, ich hab... Alex, ich brauche hier Hilfe jetzt. Dieses Kind darf nicht das Camp kriegen. Okay. Verbündeter wurde getötet. Überraschung, da bin ich wieder. Warte, dass er kommt. Ich habe WASD stets immer drückbereit. Und weißt du, was das Traurige ist, Alex? Fuck off, Lux. Wow. Einen Gegner getötet.
Ich dachte bis vor kurzem noch, das macht jeder so. Reit für den Kampf. Ich lebe. Ich nicht. Und sie hat das Camp. Aber ich habe Kindred bekommen. Was? Sie hat das Camp nicht. Aber ist dein Mark hat sie gekriegt. Deswegen kam der Anzeiger. Ach so. Du hast markiert. Aber hey, wir haben 1-1 getauscht. Ja. Immerhin. Das ist jetzt weniger, immerhin. Also ich schon, dass unsere Ignite Riven ohne Teleport andauernd disconnected. Zufall, ich glaube nicht. Ich habe gerade voll Bock, Siedler zu spielen. Es sollte nicht sein. Warum Siedler? Also, weil ich gerade voll Bock auf Siedler habe. Weiß nicht warum. Also nicht das Siedler von Katan, sondern Siedler, Erbe der Könige. Ja, ja, schon klar. Ja, ja. Alex? Ja. Rein! Dieser Auto-Attack-Rage ist so dumm! Ja. Ich habe dieses Spiel als Kind mega geliebt. Das ist für dich, Klein. Kindred hat mich markiert. Ich bin gerade auf Shift gekommen und habe jetzt meine Wege geskillt. Meine ein zweites Mal geskillt. Mach voll. Aha. Magst du das mal aufdröseln, bitte? Ja. Hier. Shift und der Skill ist, Steuerung, nicht Shift. Der Shortcut. Ja, Steuerung ist der Shortcut zum Skill-Leveln. Ja, Steuerung, du hast aber Shift gesagt. Bei mir auch, das drücke ich mich versprochen. Übrigens mit. Das drücke ich übrigens, ich weiß nicht, wie der Knochen heißt. Unter dem kleinen Finger. Ja, ja, tue ich auch. Damit drücke ich das. Der Knochen unter dem kleinen Finger, du meinst. Achso, das, wie heißt das? Handballwasser beim Daumen. Das, was direkt unter dem kleinen Finger kommt, weißt du? Du meinst unter dem letzten Fingerglied. Unter dem ersten Fingerglied. Ja, unter dem ersten Fingerglied, genau das. Damit drücke ich das. Engage halt, Riven. Hat jemand eine Ahnung von euch, wie das heißt? Nein. Keine Ahnung. Ich hab irgendwie abgewählt. Riven, wenn du sowieso Hyping hast, dann ist der Kill auf mir 100-mal besser aufgehoben. Als würde ein Riven-Main mit Lex das einsehen. Der hat doch FF15 geschrieben, was er vergessen kann. Oh, Kindred ist aufgegeben, mich zu markieren. Wow. Nee, ja. Haben die dafür nicht markiert? Ja. Hat sie aber zu spät, zu früh gemacht, weil das Mark hat sie nicht bekommen. Hat sie auch. Hat sie auch, ja. Und zum zweiten Mal, by the way. Eine Morgana liebt YOLO Engages. Warum pinkt Riven jetzt auf die Botlane? Yeah. Trotzdem wäre es mal schön, hier nicht gekämpft zu werden. Scheiß. Rise Ulti. Aber ich habe Kindred noch bekommen. Das Problem ist, mit A kann man nicht immer die Zielkontur den wen der dann eingreift, oder? Nein. Das ist der einzige Nachteil daran. Im Normalfall hast du als ADC aber sowieso nicht die Wahl, was du angreifen willst. Von daher. Doch, wo ich den Last Hit landen möchte. Ja, beim Last Hit benutze das auch nicht. Ey, sie hat mich schon wieder markiert, Kindred. Ach, benutze ich das nicht beim Last Hit? Also kannst du schon. Alex, machst du kurz die Raptoren, bitte? Es ist nur dafür ein bisschen unpräziser. Ich übe das jetzt nämlich die ganze Zeit am Last Hit und deswegen halten meine Last Hits auch teilweise ein bisschen.
runter. Soll ich das nur zum Fighten gegen Champions benutzen? Also grundsätzlich ist es halt beim Last Hit ein bisschen glücklicher einzusetzen. Also kannst du schon machen. Solo Drake, easy. Ach ja, Asia knockt ja nicht mehr. Noch kommt ja nicht mehr seit seinem 20. Nerf. War ja was. Nee, wir bleiben noch stehen. Oh! Egal, hat trotzdem funktioniert. Ups, da habe ich mich vertippt. Riven hat gerade actually gut gespielt und wird deswegen hart, ist gleich hart verkacken, nehme ich mal stark an. Überraschung! Sie hat's hart verkackt. Da dachte ich, die würde mich jetzt töten, aber dann fiel mir ein, ach ja, du hast ja noch Featherstorm. Benutze ihn. Ja, so ein Free Sonja ist das schon nice, ne? Ja, und ein bisschen Damage auch noch. Und dann noch die Möglichkeit, sie richtig krass zu damagen mit E. Abilities über Abilities, ne? Hätte nicht eine Sekunde länger bleiben können. Das war so hart greedy und schlecht gespielt von dem Ryze. Und das hat er so hart nicht verdient, da jetzt rauszukommen. So funktioniert das Spiel aber leider. Ein schöner Double Kill. Das ist ein Phänomen, was ich nicht verstehen kann. Warum dröselt man es in 23 Nachrichten auf? Die habe ich. Ja, ich wollte nicht, ich wollte nur sicher gehen, dass du nicht wegkommt. Ja, ich komm ja schon, hör auf zu pingen, meine Fresse! Dafür, dass ich Asien ein halbes Jahr nicht mehr gespielt habe, viel weniger als erwartet. Ja komm, jetzt geht ruf! So, jetzt nimm ihn auch wenigstens. Boah, alter Mädel! Gottes Willen ist die Scheiße! Wohin hat er teleportiert? Weg. Einfach zum Tower. Okay. Da ist Morgana, was du gerade ordentlich da. Komm, kriegst einen Blue Buff. Okay, ist nicht da, der meint. Local Damage. Lasst mich auf sie los. 150, das nennst du Ping? <lacht> 51 SM, was soll SM heißen? 13 FPS. Ja, du weißt, was SM heißt. Ja, in diesem Fall meine ich. Garnet Monastery, woran hast du gedacht, Marco? Er meint wahrscheinlich MS. Ja, ich weiß. Okay, das kann sein. Aber du hast auch an Garnet Monastery gedacht, oder Alex? Total. Und nicht an meinen Keller. Was? Ach, du auch? Boah, Alter, Riven, hör mir den scheiß Pings auf, wenn ich am anderen Ende der Map bin. Uff. Ich glaube, das ist nicht flashen, bis die war ignited. Ja, aber lieber better safe than sorry. Es ist einfach zum Vergeben zu bitten. Also mal Erlaubnis zu fragen. Los geht's. Das ist die Wahrheit. Ja, aber nicht bei Kills. Da nimmst du sie einfach dreckig. Eben. Ein Gegner wurde getötet. Das ist für dich klar. Ryze kommt bitte. Entgegenkommen. Alex. Boah. Ich bin noch weg. Wir tanken den Kessel mal ein. Jo. Leute. Ey, Morgana, was ist denn das hier? Scheiß Kindred. Und der Ryze war boosted as fuck. Was war das denn? Ich lauf, muss der Kindred und der raus. Okay. GG. Kurz weg. Ja, das war hartes GG. Boah, da kam der Ash-Ulti, aber die hat hart gemisst. LOL, die Hitbox!
What the fuck? Wo dashst du hin, Riven? Alter, die Alte ist so scheiße. Und die Lux bleibt einfach stehen und schmeißt eine E in die völlig falsche Richtung. Was ist das für ein Bronze-Game? Geh halt über die kleine Mauer, da kommst du auch drüber. Ah! Kommen. Und es stehen auch alle Tower, weil keiner von denen pusht, wenn der mal einen Vorteil hat. Ich hab einen Tower geholt. Ich meine von denen. Willkommen in Bronze 5, let me be your guide. Das ist so. Was ist das für ein Bronze-Game, mal ganz im Ernst? Ich hab das First Blood Gold geholt. Und ich stehe gerade ganz gut. Ich hab Blutrausch. Was macht der Ryze? Dämlich sein. Gottes Willen, das tut ja beim Zugucken weh. Gott, war ich gerade aggressiv und ich werde dafür einfach nicht gepannt. Ja. Ich meine, ich hätte noch mein Ulti gehabt, also eins. Ein Fail-Safe hatte ich noch, aber trotzdem. Das hätte nicht funktionieren dürfen. What's the feed, please? Habe ich wenigstens richtig geschrieben? Ja, ich glaube. Das ist für dich, Kleiner. Ach, sorry. Dachte ich mal, mir das Ju gelangt. Nee, das ist genau das sprachliche Niveau, das die auch haben. Passt doch alles. So, komm, jetzt wird Botlane was gekillt. Glaubst du, ich wollte mich kognitiv auf... Was macht die Ash? Easy! Was machen die? Sag mir das mit der Lux, hat jemand gesehen? Das nein, leider nicht. Gianluca, nee. Komm, Mountain Drake. Wir hatten hier gerade was anderes am Schirm. Alter, was zum Fick ist... Und die Gegner sind genauso scheiße. Das gerade war ein Welcome to Bronze 5, let me be your guide. Das ist so hartes Bronze einfach nur. Wäre das Gegner nur halfway decent, ich würde so reinziehen. Let me be your guide. Morg, stop feed. Alter, die Riven. Ein Tod mehr. Zwei, oder? Nee, eins ist auch nochmal gestorben, wow. Und Morgana hatte wesentlich mehr Killbeteiligung. Und Morgana macht hier einen guten Job. Was ist gegen einen Supporter zu sagen? Der stirbt, wenn er seinen ADC beschützt. Die macht einen 1A Job. Alex, komm. Den mach mal. Welcome to Monster. Let me be your guide. Okay. Den nehme ich dann. Okay. Apropos Guide, wo ist meiner? Der ist hier, glaube ich, irgendwo auf dem Mittelländer rumtingeln, ne? Was war das für eine Gesamtaktion? Oh, da hat der Wende Pfeil. Pfeil in der Mitte, Leute. Wieso schießt man zum Herald einen Pfeil hoch? Den muss man doch trotzdem einsammeln. Bringt der überhaupt Team Gold? Nee. Der ist halt da und dann kann man damit pushen. Ich meine, der Kill. Nein. Boah. Der bringt Gold, wenn man die Tower killt. Die trifft halt den Cage, bleibt im Soldaten stehen und stirbt fast daneben. Überraschung, da bin ich wieder. Ein Glück hat das niemand gesehen. Yay.
An enemy has been slain, an enemy has been slain, an enemy has been slain. Solide. Und der setzt sich jetzt auf dein Trinket, oder wie? Ja. Kriegst du dadurch jetzt ein neues Trinket für den Zeitraum? Er hat sich auf ein Trinket draufgesetzt. Ich kann deshalb nicht Trinket, nicht warden. Heißt das Trinket ist anders, oder das ist ein anderes Emblem? Ja, hat ein anderes Emblem. Man sieht es auch, wenn du Tab drückst. Also jetzt nochmal, weil ich ihn gerufen habe, aber... Nee, doch. Das Alter, Party Block! Ich versuch's halt immer. Alter, die Auto-Attack-Range, what the fuck, so viel Zeit hat er noch gar nicht. Hm. What the fuck, was ist das für eine Range? Alter. Wenn die Riven Dice rauskommt. Nee. Kann man bitte einen unseren Blue Buff machen? Soll ich machen? Ich komm hier am Weg. Boah, Junge. Alter, diese Riven. Kann die mal aufhören, so eine klischeehafte Bronze 5 Riven zu sein? Ganz im Ernst. Oh. Dafür stirbt er jetzt. Sorry, Marco. Das ist für dich. Hey, du hast keinen Smite, ja. Da kannst du nichts für. Komm mal her, Morgana! Die Morgana macht echt einen guten Job. Macht sie auch. Die Spellfields sind on point von der. Die macht einen. Body Ash. Boah, der Greed. Boah, mein Greed. Easy. Ich krieg halt keine Tower-Aggro, wow. Jetzt sind noch alle an der Kindle verreckt. Lasst mich auf sie los. Überraschung. Kindred und Drake machen, das kann man glaube ich aufhalten. Was nicht, Alex? 12 Uhr PNP, ja, das klingt. 12 Uhr war jetzt morgen PNP, ne? Ne, 1. 1? Siehst du irgendwann zwischen 12 und 1? Ja. Okay. Dann bis 16 Uhr, ne? Ja, und dann um 8 nochmal. Dann um 8 nochmal, gut. Was die Luxe sind, what the fuck? Hier schon Zeit, bis da ist noch passt. Nee, ich will den Drake nicht machen, solange wir kein Wort haben. Ich hab ein Wort. Dann stell ihn bitte mal hier hin. Ich stell mal hier hin, okay? Ja. Und rauspullen, rauspullen. Au. Die gönn ich mir mal. Den Witz hat der Mark auf mich gesetzt. So, Kindred, und so wird er gejagt, das ist mir egal. Kindred hat nicht geultet. Andersrum, aber ja. Doch, Kindred hat geultet. Echt? So, ja. So wird der Gejagte zum Jäger. Das heißt, so wird der Jäger zum Gejagten.
Nee. Ich weiß, es kommt das gleiche raus, aber man sagt es trotzdem so. Das war gerade aus meiner Sicht. Los geht's. Oder tut dasselbe von daher. Hm. Moment. I'm only player. Was möchte uns der Autor damit sagen? Mein ernsthaft, ich hab keine Ahnung, was sie will. Seid ihr auch nur Spieler, Leute? So wie die Wüben. Lasst mich auf sie los. Mal gucken, was er darauf sagt. Mit rein, Luke. Die random Hooks von dem Fresh immer. Geht nur das da um die Ecke übrigens. Der Riven da, könnten wir engagen. Wobei, ich sei jetzt auch nicht da. Warte mal lieber ein bisschen. Oh shit, ich hab mich verklickt. Ah, ich hasse das. Kein Wunder, halte ich nichts aus. Ja, das passiert mir Leute, so oft, weil das Alter mir mal auf Jax vorgeschlagen wird und so ist kompletter Bullshit auf Jax. Ist ein bisschen Bullshit, aber es ist. Leute, auf diesem Account ist sie Level 18 unranked. Ah, ich will mal kurz Berg-Item verkaufen. Gottes Willen, wieso passiert mir das so oft? Warte, was ist passiert? Ich hab Blood Racer gebaut. War das nicht das, was du für noch angeprangert hast? Ja, weil es Bullshit ist. Ich habe ja versehen. Weil es wird halt immer auf Jax vorgeschlagen, deswegen vertue ich mich da dauernd. Kurz über den Bloodraiser, was? Kann auch keine Soldaten mehr in Türme suiziden. Nein, kann ich nicht. Okay. Das geht schon lange nicht mehr. Siehst du mal, wie lange ich Asien nicht gespielt habe? Und jetzt denkst du. Und nein, ich sehe, wie lange du das letzte Mal. Wie lange du das nicht mehr bei Asi versucht hast. Oh Leute, mein Mann, das ist verrückt. Na dann, let's kill the tower. Random Redemption, okay. Redemption ist hier. Was macht die Riven jetzt einen Blue Buff? Nice Ash Ulti, value. Das macht die schon das ganze Spiel. Wir haben auch vom Botlane gepusht, dafür ist meine Ash-Ulti aus der Base eingeflogen. Das hier, der Value rastet richtig aus. Du bist nur zu müde, um das zu begreifen, Alex. Das kann ein irdischer Verstand gar nicht verarbeiten. Schade, Red Buff ist nicht. Darum bin ich auch ein galaktisches Hühnchen. Schon vergessen. Aber siehst du nicht, weil ein galaktischer kann das verarbeiten. Kurz warten und Ocean Drake uns heilen lassen. Wie krass die Taktik funktioniert. Das kann nicht. Die Riven sind eigentlich Jungle Camps. Das kann nicht richtig ins Late. Farm, Goldhorn. Nebenbei Jungle Camps machen es jetzt nicht schlecht. An sich in dieser Phase des Spiels nicht, aber in dieser Situation, in der wir gerade so am Siege sind, schon. Alex hat mir meine Lux geklaut. Oh, going for Penta, ja. Penta, easy! Sehr schön. Ja, Glückwunsch. Die Lux war aber meine. Naja, weiter. Wenn das zu Rice gesagt hat, dann hat er wirklich recht. Mit Carried by Jax. Ja, 14-3 kann man machen, aber der 13-5 als hier ist auch ganz gut dabei, würde ich mal sagen. Und ich hatte auch ein solides Spiel mit Xayah. Kommt super kaputt.
bin voll und zufrieden mit dem Game. Dann fand ich ran, ich habe diesen Teamfight gerade nur überlebt, weil ich Sindarak hatte anstatt von Bloodrazor. Und mein Text ist auch weitaus ausreichend. Wieso sollte man sich Bloodrazor auf Jax bauen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh, und endlich die Quest abgeschlossen. Also eine weitere Runde League of Legends. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo.